Schönen guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Es ist mir eine große Freude, Sie heute im Kepler-Salon begrüßen zu dürfen. Wir nehmen uns heute eines Themas an, das ein bisschen ein Tabuthema ist, immer noch in Österreich und vielleicht auch in anderen Ländern. Aber wir haben heute jemand bei uns, der dieses Tabu wegzieht und uns Einblicke geben wird in das Thema Armut, das man sonst vielleicht nicht hört. Herzlich willkommen, Frau Daniela Brodesser im Kepler-Salon. Ich darf Sie kurz vorstellen, Frau Brodesser ist Bürokauffrau gelernt, sie ist Aktivistin, Kolumnistin, Mutter von 4 Kindern im Alter zwischen 13 und 25 Jahren und verheiratet. Und ihre Vita liest sich sozusagen irgendwie ganz normal und auf einmal gab es diesen doch dann Absturz der Durchschnittsfamilie in die Armut. Sie haben darüber auch ein Buch geschrieben, bei Kremer und Kerriau erschienen. Wir haben auch eine Vertreterin des Verlags heute da und jemand vom Alex von der Buchhandlung. Danke Lydia, es gibt einen Büchertisch, schauen Sie sich das an nachher. Das Buch heißt Armut und ist, glaube ich, eine Insight, ein Einblick, den Sie sonst nicht bekommen zu dem Thema. Ja, es gab Erkrankungen in Ihrer Familie, aber es gab auch wieder ein Herauskommen aus dieser Armut und davon wollen Sie uns heute berichten, auch von Dingen, die man sonst nicht so damit verknüpft, nicht nur monetäre Armut, sondern auch eine fehlende Teilhabe in der Gesellschaft, auch eine Art Beschämung und der damit zusammenhängende Rückzug aus der Gesellschaft und vielleicht vom Glück, dass man wieder rauskommt aus dem Ganzen. Liebe Frau Brodesser, Sie haben das Buch mit. Sie haben gesagt in der Vorbereitung, Sie würden uns drei kurze Stücke daraus vorlesen und das auch ein wenig einordnen. Und darum bitte ich Sie jetzt nun um Ihren Input. Genau. Zuerst einmal möchte ich überhaupt Danke sagen, dass ich da sein darf. Einige Menschen da herinnen kennen mich jetzt doch schon ein bisschen länger und begleiten mich schon eine Zeit lang und wissen, dass es absolut nicht selbstverständlich ist in unserer Gesellschaft, dass Armutsbetroffene überhaupt gehört werden oder wahrgenommen werden auf der Ebene. Also meistens wird über uns geredet, aber in den wenigsten der Fälle mit uns. Ich habe im Buch zum Beispiel, ich will jetzt gar nicht zu viel vorlesen, weil es ist extra sehr kurz und bündig gehalten worden und einfach. Aber ich habe im Buch zum Beispiel über die sogenannten LeistungsträgerInnen geschrieben. Weil es geht in unserer Gesellschaft ja immer darum, wer leistet genug. Und nach dem Motto, wer fleißig genug ist, kann ja gar nicht in Armut geraten. Eine Studie der britischen New Economics Foundation hat erhoben, welcher Beruf am wichtigsten für unsere Gesellschaft ist und welcher am schädlichsten. Nun, der wichtigste Job ist jener der Krankenhausreinigungskraft. Denn ohne sie würden sich Viren und Bakterien unkontrolliert verbreiten und zu längeren Aufenthalten mehr Komplikationen, mehr Todesfällen führen. Ohne diesen Job würde das Wirtschaftssystem zu bröckeln beginnen, weil zu viele Menschen nicht gesunden könnten. Der für die Gesellschaft schädlichste Job hingegen ist jener der SteuerberaterInnen, denn diese helfen dabei, dem Staat weniger Einnahmen zukommen zu lassen. Und dann fragt man sich aber, wer verdient in unserer Gesellschaft mehr? Die Reinigungskraft oder die SteuerberaterInnen. Zum Thema Leistung habe ich auch noch einen anderen Ausschnitt aus dem Buch ausgesucht, weil das ist ein Punkt, den ich auch extrem oft in den letzten Jahren zum Herrn gekriegt habe, von wegen, du hast ja nichts zum Tun. Ich meine, es war bei uns einfach nicht arbeiten für mich möglich, weil die Vereinbarkeit zwischen erkranktem Kind und Job nicht möglich war. Und so nach dem Motto, als Armutsbetroffene sitzt man quasi eh nur daheim und hat nichts zum Tun. Dass Armut aber genauso an Dauerstress bedeutet und eine tägliche Belastung, die wirklich an Grenzen bringt, das ist die wenigsten bewusst. Und ich habe da zum Beispiel geschrieben, du bist arm, dann gib 180%. Ich muss immer wieder an die Unterhaltung mit einer Frau denken, die seit Jahren am absoluten Belastungslimit gelebt hat und der festen Überzeugung war, ein Fehler dürfe einfach nicht passieren. Ihr ganzer Alltag besteht darin, Fehler zu vermeiden.
Nun stellt euch vor, euer gesamter Tag besteht daraus, alles so zu planen und vorzubereiten, um jeden auch nur denklichen Fehler zu vermeiden. Sei es das Öffi-Ticket zu Hause vergessen, eine Rechnung übersehen und dadurch Mahngebühren zahlen zu müssen. Diese Frau ist felsenfest davon überzeugt, dass sich alle, wirklich alle Fehler vermeiden lassen. Ein Unfall? Niemals. Darf in ihrer Welt nicht geschehen. Also muss man so vorsichtig und vorausschauend wie möglich fahren. In die Radarfalle geraten? Darf nicht passieren. Eine kaputte Waschmaschine wegen Verkalkung? Darf nicht passieren. Die Kinder ruinieren beim Spielen ihren Skianzug? Darf nicht sein. Zu wild dürfen sie nicht spielen. Das gesamte Leben dieser Frau besteht aus Vermeidung. Natürlich ist ihr Verhalten ein extremes Beispiel, aber bei weitem kein Einzelfall. Es zeigt, wie stark die Angst vor unvorhergesehenen, nicht stemmbaren Kosten das Leben beeinflusst. Alles, was man nicht planen kann, darf nicht sein. Wie gesagt, diese Frau ist wirklich ein extremes Beispiel, aber ich kenne es von mir selber und ich kenne es von so vielen Armutsbetroffenen, dass wirklich der ganze Tag daraus besteht, jeden möglichen Fehler, jede mögliche Konsequenz vermeiden zu müssen. Als zweiten Teil habe ich ausgesucht, ist Armut gewollt? Es gibt zwar, ich meine, Österreich ist ein wirklich relativ guter Sozialstaat im Vergleich zu anderen Ländern, aber es muss trotzdem ein Großteil nur immer von der Zivilgesellschaft erledigt werden. Elternvereine, die Zuschüsse gewähren, NGOs, die bei Mietrückständen aushelfen oder Sozialmärkte, die die Arbeit machen. Wir hinterfragen aber in den seltensten Fällen, warum eigentlich? Warum sind in den reichsten Ländern der Welt Spenden nötig, damit Menschen über die Runden kommen? Manchmal drängt sich der Gedanke auf, dass Armut vielleicht sogar irgendwie gewollt ist. Denn fest steht, ohne diese unsicheren, unbezahlten Jobs würde unsere Gesellschaft in der derzeitigen Form nicht funktionieren. Und als letztes Teil vom Buch möchte ich noch was vorlesen zum Thema Vermeidungshaltung. Da möchte ich aber vorher noch kurz was dazu sagen. Wenn man in die Armut abrutscht, fängt es damit an, dass man sie von den Nachbarn zurückzieht. Man geht nicht mehr auf Veranstaltungen, weil das Geld dafür nicht mehr da ist. Man sucht Ausreden. Habe ich alles genauso gemacht. Man sagt, nein, ich kann ins Café nicht mitgehen oder den Ausflug muss ich ausfallen lassen. Ich fahre vielleicht nächstes Wochenende mit. Die Kinder können nicht ins Kino gehen. Irgendwann kommt der Punkt, wo man einfach auch verständlicherweise nicht mehr gefragt wird, weil sich die Leute einfach auch denken, du willst nicht mitgehen. Man traut sich aber nicht sagen, aus der Scham. Bei mir hat das wirklich irgendwann dazu geführt, dass ich mich komplett isoliert habe. Ich bin nirgends mehr hingegangen. Der Zustand hat jahrelang andauert, bis ich dann über Twitter eine Freundin kennengelernt habe, die so lange auf mich eingeredet hat und mir so viel Rückhalt gegeben hat, bis sie mich 2018 überredet hat, dass ich mit ihr zu einer Veranstaltung gehe. Und es hat mir extrem viel Überwindung gekostet, weil meine größte Angst war, muss ich dort was konsumieren? Schaut das blöd aus, wenn ich nichts konsumiere? Brauche ich dort da Geld? Und sie hat mir einfach die Angst genommen. Sie hat gesagt, deine, und dann zahle ich. Und das war damals 2018 die Katrin. Und sie hat mich genau daher in den Kepler-Salon mitgenommen. Und für mich ist es darum einfach heute, dass ich da heute meine Erstlesung habe. Man merkt, ich zittert gerade ziemlich. Es ist für mich irgendwie so eine Art Kreis, der sich gerade schließt. Also du hast mich damals einfach zum ersten Mal wieder aus der Isolation rausgeholt. Und die Steffi Jaksch ist dann irgendwann auf mich zugekommen letztes Jahr und hat gesagt, Dani, magst du nicht das Buch schreiben? Und jetzt sitze ich da. Und zum Thema Vermeidungshaltung. Genau, all das lässt sich gut unter Vermeidungshaltung zusammenfassen. Genau die habe ich auch an den Tag gelegt. Eine Veranstaltung besuchen, selbst wenn der Eintritt kostenlos ist. Muss ich dort etwas konsumieren? Was soll ich mit anderen reden? Ich habe nichts zu sagen. Und was, wenn mich jemand fragt, was ich beruflich mache? Smalltalk. Und das war der Grund für mich, warum ich mich einfach so lange auch zurückgezogen habe. Die ganzen Ängste davor, dieses Konfrontiertwerden.
Und Ängste gibt es sogar heute noch. Wir sind zwar jetzt wieder über der Armutsgrenze, aber gestern am Abend habe ich zum Beispiel mit meiner Tochter, mit der Lilly, telefoniert. Und wir haben überlegt, so, was ziehst du morgen an? Und wann sind wir durchgegangen? Und irgendwann habe ich gesagt, ja, und zieh meine Matten an. Und sie auf einmal wie aus der Pistole geschossen, so, nein Mama, das kannst du nicht machen, du redest über Armut, da kannst du nicht solche Schuhe erzählen. Und dann sind wir draufgekommen, wie sie das bei ihr manifestiert hat. Dieses, ich meine, ich habe die Schuhe geschenkt gekriegt. Aber wenn man armutsbetroffen ist oder war, traut man sich solche Sachen nicht einmal in der Öffentlichkeit sagen, weil man sofort die Kommentare kriegt, du kannst ja nicht arm sein, du kannst dir solche Schuhe leisten. Oder warum hast du solche Schuhe, wenn du armutsbetroffen bist? Und das sind nur die geringsten Kommentare, die man kriegt. Aber genau solche Sachen, solche Vermeidungshaltungen nimmt man irgendwann an. Danke mal für diesen Einblick. Frau Brodesser, ich habe immer geglaubt, Doc Martens sind Arbeiterschuhe, also hätte man da gar nichts gedacht, aber wahrscheinlich hat sich das geändert. Ich weiß nicht, ob Sie bereit sind, das zu tun, aber viele kennen Sie nicht, die hier sind, und vielleicht könnten Sie uns, wenn es Ihnen nicht zu viel, wenn es Sie nicht zu viel aufregt, vielleicht könnten Sie uns kurz einmal sagen, den Weg, den Sie hinter sich haben, dass Sie ganz kurz im Telegram-Stil sozusagen und sagen, wie war der Weg in die Armut? Sie starten aus einer Durchschnittsfamilie, die meisten Österreicher glauben, also 90%, sie seien in der Mittelklasse angesiedelt, was völliger Unfug ist, aber ich möchte nicht vorausgreifen. Würden Sie uns bitte einen Einblick geben, wie kam es zu dieser Situation, dass man sagt, wir sind arm? Genau, wir waren wirklich typische Mittelklasse-Familie, nicht reich, aber auch nicht arm, so mit Urlaub, zwei Autos. Und es hat eigentlich angefangen, wie unsere Jüngste zur Welt gekommen ist. Die ist schwerstkrank zur Welt gekommen. Muss dazu sagen, mein Mann und ich haben gemeinsam drei Kinder, eine habe ich mitgebracht in die Ehe. Er war Vollzeit beschäftigt, nebenbei selbstständig. Und ich habe neben die Kinder immer schon geringfügig dazu verdient. Das hat passt für uns. Und dann ist halt die Jüngste zur Welt gekommen mit einer schweren Vorerkrankung. Als erstes hat es geheißen, nach 6 Monaten wird sie alles wieder einrenken. Es hat aber dann sehr lang gedauert und sie hat bis zum heutigen Tag nur 19% Lungenfunktion. Das heißt, für sie ist, was ein normaler Tag für uns ist, ist für sie wie wenn wir einen Marathon rennen würden, von der Kraftaufwand her. Dadurch bin ich halt einfach jahrelang komplett aus dem Job ausgefallen. Mein Mann hat probiert, dass er das kompensiert und hat einfach wirklich 80 Stunden pro Woche gearbeitet, was unweigerlich 2012 dann ins erste Burnout geführt hat. Er ist dann sofort gekündigt worden und hat aber dann den Fehler gemacht. Rückblickend wissen wir, es war ein großer Fehler. Er war in diesem typischen Denken drinnen, Arbeitslosigkeit gibt es bei mir nicht. Und hat einfach einen Job als freier Dienstnehmer angenommen, damit er nicht daheim sitzt. Und freier Dienstnehmer, kein Urlaubs-, kein Weihnachtsgeld, kein Anspruch auf Urlaub und. Und ist dann ins nächste Burnout reingeschlittert und hat dann nur mehr 290 Euro Krankengeld gekriegt. Und so ist es bei uns einfach die Spirale immer weiter abgegangen. Jetzt haben Sie vorhin selbst gesagt, Österreich ist unter den Sozialstaaten eigentlich ganz gut, steht ganz gut da. Wenn Sie sagen 290 Euro, da gibt es doch Sozialhilfe, da gibt es doch verschiedene Unterstützungen staatlicherseits. Wie kommt man zu denen oder wie kommt man zu denen nicht? Es gibt erstens einmal noch immer Lücken, leider. Also damals war es halt auch noch so, dass freie Dienste als Selbstständige gewertet worden sind und dadurch keine Unterstützungen gekriegt haben. Im Nachhinein, auch erst seitdem ich mich wieder mit dem ganzen Thema beschäftigt habe, habe ich dann erfahren, es hätte sehr wohl eine Möglichkeit gegeben. Nur hat man das auf keiner einzigen Sozialberatungsstelle irgendwer sagen können. Also es war das, ich glaube, das Problem ist einfach auch, dass wir in Österreich 9 verschiedene Bundesländergesetze haben, was Sozialhilfe betrifft. Es hat keiner wirklich den Durchblick gehabt. Und da sind wir aber auch wieder bei diesem Beschämungsthema. Ich war damals schon so drinnen, wir haben es dann auf gewisse Sozialberatungsstellen einfach gesagt, nein, ihr habt einen Fehler gemacht, es liegt an euch. Passiert mir das heute, gehe hin und sage, nein, Moment, Entschuldigung, da muss es was geben. Und fordere einfach und bin forsch. Damals habe ich mir das nicht getraut. Damals war wirklich, es heißt ja so schön, irgendwann, man übernimmt die Beschämung von außen. Man glaubt selber irgendwann,
man macht wirklich Fehler, man bemüht sich zwingend. Man selbst ist die Versorgerin. Und genauso war das bei uns. Und mein Mann hat dann einfach wieder durchgearbeitet, damit wir halbwegs über die Runden kommen. Wir sind dann auch von der Stadt aufs Land gezogen, weil Miete billiger, aber Vereinbarkeit halt katastrophal. Mhm. Und das ist dieser Teufelskreis, ja. Sie waren dann sozusagen unten oder ganz unten. Mhm. Wie ging es dann wieder nach oben? Das war Glück, also rückblickend betrachtet. Es war eine Demütigung vor die Kinder, nicht die schlimmste, sondern einfach eine von vielen, aber die hat halt einfach diesen berühmten Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und unser damaliger Vermieter hat mich vor die Kinder gedemütigt und ich bin an dem Tag in die Wohnung reingegangen und habe mal eine halbe Stunde geredet. Und das war für mich irgendwie so der Punkt, entweder ich resigniere jetzt komplett und werde so richtig frustriert und hasse die Welt und alles am besten zu mir, oder ich schreie es jetzt irgendwo raus. Und ich habe keine Ahnung mehr warum, aber ich habe mich zum Glück zum zweiten entschlossen. Und habe mich damals aber auch auf Twitter angemeldet und viele fragen mich halt, warum Twitter und nicht Facebook oder sonst irgendwas. Ganz einfach, weil auf Facebook und Instagram ganz viele Bekannte waren. Und es war dieses typische Verhalten, ich wollte nicht, dass es irgendwelche Bekannten mitkriegen. Ich wollte es einfach Fremden erzählen. Und habe mir nur gedacht, naja, ich lösche halt das wieder, wenn blöde Rückmeldungen kommen. Und sind aber dann interessanterweise, haben sich viele Betroffene gemeldet, die gesagt haben, hey, danke, ich erlebe sowas genau oder so ähnlich, aber ich habe es nie so ausdrucken können. Und es haben sich extrem viele Nicht-Betroffene aber auch gemeldet, die einfach gesagt haben, wow, von derer Seite habe ich Armut überhaupt nie betrachtet. Gut, dann das auf Twitter ist dann irgendwie eskaliert und weitergegangen und es sind Kontakte entstanden. Durch die Kontakte habe ich dann auch den ersten Teilzeitjob wieder gekriegt und durch diese Kontakte auf Twitter habe ich als Lektorin an der FH arbeiten können, Kolumnen schreiben und dadurch ist auch das Buch entstanden. Mhm. Und darum sage ich immer, der Kampf aus der Armut aussah, hat ganz, ganz wenig mit Fleiß zum tun. Also ich war vorher sicher nicht weniger fleißig als jetzt, sondern bei mir und das wissen auch sämtliche Studien, es hat wesentlich mehr mit Glück und mit dem sozialen Umfeld zum tun. Und bei mir war es Glück. Wenn heute wer auf Twitter kommt und über Armut zum Reden anfängt, wird er nicht mehr so gehört, wie es bei mir damals war. Weil ich zum richtigen Zeitpunkt einfach dort war. Es ist erstaunlich, nicht? Wie Vater ihm meint, diese American Way of Happiness, nicht? Oder dieser Versuch, das zu erlangen. Jeder ist seines Glückes Schmied und es gibt keine strukturellen Ursachen für so etwas. Nicht? Und auf der anderen Seite wird man wieder an der Leistung gemessen, sozusagen, ich habe mich wieder am eigenen Krawattel herausgezogen aus dem Sumpf. Nicht? Aber Sie sagen richtig, es ist das Glück oder es sind Umstände, die einen dazu bringen, da wieder dann, herauszukommen. Genau, es kommen dann auch sehr oft und sehr gern die Argumente, ja, aber ich kenne ja wen, der will ja wirklich nicht. Mhm. Da sage ich dann immer drauf, es kommt kein Mensch zur Welt und will in Armut leben und will sich nichts leisten können und gönnen können. Ich frag dann immer, was ist in so einem Leben schon passiert, damit ein Mensch komplett resignieren muss? Da muss schon so viel passiert sein im Hintergrund. Mhm. Wie geht es Ihrem Mann? Er arbeitet, also der hat jetzt wirklich einen guten Job gekriegt, wo er wertgeschätzt wird. Also er ist Tischler. Mhm. Und ihm geht es jetzt viel besser. Okay, gut. Möge es so bleiben und sich zum Positiven entwickeln. Damen und Herren, damit darf ich die Publikumsdiskussion eröffnen. Haben Sie Fragen, haben Sie Anmerkungen, haben Sie Kommentare zu dem, was Sie gehört haben? Es wird unsere bezaubernde Assistentin mit dem Mikrofonwürfel herumgehen und Ihnen den vielleicht auch einmal zuwerfen, damit Sie Ihre Fragen da hineinreden können oder Ihre Kommentare, damit wir das auch auf der Webseite veröffentlichen können. Bitte so, hier gibt es schon die erste Frage und hier kommt der Würfel. Ich hätte eine ganz konkrete Frage zu der Erfahrung, von der Sie gesprochen haben, dass Sie nicht die richtige Auskunft bekommen haben. Was wäre, im Nachhinein wissen Sie es ja, was Ihnen zugestanden wäre, was wäre das gewesen? Erstens einmal jetzt im Nachhinein und
wir arbeiten auch mit verschiedenen Institutionen an so einem Projekt, dass es einfach wirklich österreichweit einen leichten Zugang zum Beispiel zu einer Seite gibt, wo die Informationen übersichtlich abrufbar sind. Wenn man heute probiert, dass man sich über Armut oder eben Sozialleistungen erkundigt, man findet fast nichts. Man muss sich alles aus 100 verschiedenen Stellen zusammensuchen. Dort gibt es die Wohnbeihilfe, da gibt es das. Es gibt aber eigentlich fast, also nur ganz wenig, was so übersichtlich ist. Und ich meine, es wird jetzt immer besser, auch bei den Sozialberatungsstellen. Das kriegen wir über die FH auch mit. Aber es ist einfach, es ist selbst dort so viel Unwissen da, weil die Gesetze auch so unterschiedlich sind und weil sie oft, wie zum Beispiel bei uns in Oberösterreich, die Sozialhilfe, sie ist ja ein Höchstmaß, nach unten offen. Und es braucht wieder einen Mindeststandard, der dem Menschen zusteht. Egal, ob ich jetzt EPUler bin, ob ich freier Dienstnehmer bin, ob ich mehrfach geringfügig beschäftigt bin. Es sollte für alle einen gleichen Mindeststandard geben. Das macht es am einfachsten. Ist mein. Bitte. Eine Frage habe ich, und zwar, der Nachbar hat Sie beschimpft. Und wie sind die Kinder damit umgegangen? Wann haben die Kinder das gemerkt, dass Mama und Papa sie nicht alles leisten können, was sie sich gewünscht haben? Das ist auch, glaube ich, eine Phase, wo man den Kindern das erklären müssen, was jetzt in der Familie passiert, oder? Direkt erklären? Sie haben es sowieso immer mitgekriegt. Also wenn ich gesagt habe, das und das ist leider nicht drinnen. Es kommt dann auch oft nach außen dieses falsche Bild auf, deine Kinder sind ja so begnügsam. Oder deine Kinder sind so brav, die haben gar keine großen Wünsche. Das liegt aber nicht daran, dass sie keine Wünsche mehr haben, sondern dass sie einfach wissen, dass gewisse Wünsche gar nicht erfüllbar sind. Und sie wollen dann quasi daheim gar nicht diesen Druck machen. Ich habe zum Beispiel letztens mit einer Journalistin geredet. Derer geht es inzwischen wirklich gut, aber die ist in Armut aufgewachsen. Und die hat mir selber erzählt, sie hat zum Beispiel daheim immer gesagt, nein Mama, ich mag gar nicht auf die Projektwochen mitfahren. Ich will nicht. Sie wollte aber eigentlich mitfahren, nur hat gewusst, für ihr Mama bedeutet das wieder irrsinnig viel Stress. Das gehört zum Auftreiben. Und ich muss aber auch dazu sagen, dass meine Kinder heute Gott sei Dank immer sagen, ihr habt alles probiert zum Möglichmachen. Also es wirft mir Gott sei Dank keins von den Kindern vor. Bitte. Also das mit den Kindern kann ich bestätigen, weil ich habe nicht in Österreich, aber in Italien die Situation erlebt, dass ich allein war mit 3 kleinen Kindern und einem Berg voll Schulden, den mein damaliger Mann hinterlassen hatte. Und es hat wirklich viele, viele Jahre gedauert, bis die sich wieder getraut haben, irgendwelche Wünsche zu äußern, weil ich habe dann meinen jetzigen Mann kennengelernt und bin dann auch nach Österreich gezogen, damit wir zusammenleben konnten. Und es hat aber auch für mich ganz, ganz viele Spuren hinterlassen. Nicht immer nur die schlechtesten, aber es war viel Ballast, der wirklich einfach mal abgeworfen werden musste. Eben so, wie was du gesagt hast mit den Schuhen. Ja, ich habe die geschenkt bekommen, warum soll ich die nicht anziehen? Aber was macht denn das für ein Bild nach außen? Und genau. Ich finde es einfach eine sehr bewegende Geschichte, deine, und ich bin eigentlich total froh. Danke. Dass es besser ist. Danke sehr. Ja, die Kinder, wenn man sich die Sozialhilfegeschichten anschaut, dann gibt es eben für Alleinstehende eine Sozialhilfe, habe ich heute nachgeschaut, von 1.054 Euro. Dann gibt es Paare, die bekommen 1.475 Euro. Und dann muss ich aber lesen, dass in Oberösterreich zum Beispiel als dem zweitreichsten Bundesland in Österreich die Wohnkosten oder die Aufwendungen für die Wohnung, für die Miete, da nicht irgendwie angerechnet werden. Die werden abgezogen. Die werden abgezogen. Die werden als Einkommen angerechnet. Ja. Als Einkommen. Das kann jedes Bundesland. Sehr absurd. Ich weiß, dass es in Niederösterreich anders ist, nicht? Und auch in Salzburg und Tirol, aber bei uns, wie erklären Sie sich das? Das ist einfach das Bild, dass
einmal zu schlimm sein, einmal zu ein Druckmittel sein. Ich meine, stellen wir uns vor, es hätten die Menschen keine Angst mehr vor Armut. Dann würde es viel unsichere und prekäre Jobs, würden die keine Leute mehr finden. Aber nicht, weil die Leute einfach nicht arbeiten wollen, aber weil sie diesen Druck und diese Ausbeutung nicht antun wollen. Das heißt nicht, dass jetzt jeder daheim bleiben will und Sozialhilfe kassieren will. Aber wenn ich mir anschaue, was zum Beispiel gewisse Paketzusteller leisten müssen und dafür mit weit unter der Armutsgrenze heimgehen. Und genau dafür, dass solche Leute in solche Jobs sind, ist Armut einfach ein guter Angstfaktor. So nach dem Motto, schau, dass du ja nie in die Sozialhilfe kommst, weil dann geht es dann nur viel schlechter. Und dann steigen wir nur auf euch drauf. Weil dann beschimpfen wir euch nur, ihr liegt ja in der sozialen Hängematte, ihr bemüht euch ja nicht, ihr wollt ja gar nicht. Wobei zum Beispiel ein Großteil der Sozialhilfebezieherinnen sind ja Aufstockerinnen. Das wird ja auch ganz selten dazu gesagt. Erklären Sie uns, was eine Aufstockerin ist, bitte. Das sind Menschen, die zum Beispiel zu wenig verdienen und den Rest dann nur aus der Sozialhilfe draufzahlt kriegen. Das heißt, die arbeiten verdienen aber so wenig, genau, dass sie sozusagen nicht über das Existenzminimum kommen, das sie genau ja dadurch definieren. Ne? Mhm. Es ist schon interessant, dass anscheinend die Gesellschaft oder die Politik hier auf dieser monetären Spreizung besteht, dass man Armut, dass Armut auch sichtbar ist, dass man Armut als Drohkulisse verwenden kann. Und wenn man auf der anderen Seite sieht, dass 80% der Steuern, die der Staat hier umverteilt, eigentlich aus der Arbeiterschaft, aus den Angestellten heraus erwirtschaftet wird und aus den Konsumsteuern. Ja. Es ist ja lustig. Also woher nimmt sich die Politik dieses Recht? Woher nimmt sie sich dieses Recht? Das ist eine gute Frage. Dafür bin ich berüchtigt. Es ist ja zum Beispiel interessant zu sehen, dass wenn wir jetzt die Debatte um die Vermögensteuer oder Erbschaftssteuer anschauen, da fühlen sich extrem viele Leute bemüßigt, dagegen zu wettern, obwohl es eh heißt, ab 1 Million aufwärts. Das heißt, erbe ich 1.100.000, zahle die dann von die 100.000 Erbschaftssteuer. Mhm. Da diskutieren aber Menschen mit, die nie im Leben auf die 1 Million kommen würden. Aber sie hoffen es und glauben es. Das war das, was ich vorhin gesagt habe, man wähnt sich in der Mittelschicht genau zu sein. Ne? Genau. Ist man aber nicht. Beziehungsweise viele wähnen sich in der oberen Mittelschicht. Mhm. Ja. Und sind aber, es ist in Österreich, ist es eher wahrscheinlich, dass man in Armut gerät, als dass man zum obersten Prozent dazu gehört. Naja, das oberste Prozent ist ja weit. Oder zu den obersten 10%. 10%, ja. Denen. Aber die Menschen wollen einfach glauben, dass es möglich ist. Es will niemand sehen wollen, dass man in Armut geraten kann. Mhm. Ich finde es ja schon erstaunlich, wenn man sich das Medianeinkommen anschaut in Österreich. Das heißt, wir reden von 14 Mal netto 1680 Euro. Jetzt, wenn man weiß, was eine Wohnung kostet, wenn man weiß, was der Betrieb eines Autos kostet, das notwendig ist, zum Beispiel für einen Beruf, ja, da bleibt nicht mehr viel. Nicht? Das sind aber Leute, die wähnen sich in der Mittelschicht. Genau. Mhm. Und das wo bleibt würden Sie diese Leute dazu zählen? Knapp über der Armutsgrenze. Mhm. Knapp es darf nichts passieren. Mhm. Das sind genau die Menschen, die es jetzt zum Beispiel nach und nach trifft. Es darf kein Job wegfallen, es darf nicht krank werden. Weil wenn da zum Beispiel bei beiden ein Job wegfällt, hat man nur mal 55% Arbeitslosengeld. Mhm. Man steht mit der Hälfte vom Einkommen da. Und wenn man sich aber jetzt die ganzen Teuerungen anschaut, die Mieterhöhungen, Lebensmittel, Strom, sind viele von diesen Menschen zwar offiziell nur über der Armutsgrenze, aber wenn ich die Fixkosten abrechne, bleibt denen nicht mehr viel im Monat. Und es fangen jetzt wirklich, also es kommen auch mehr und mehr, sagen wir mal so, bis letztes Jahr, Mai, Juni, waren der Großteil der Menschen, die mir angeschrieben haben, wirklich Menschen unter der Armutsgrenze. Mhm. Inzwischen schreiben mehr und mehr Leute, die wirklich Mittelschicht sind, die aber nicht mehr über die Runden kommen. Denen momentan wirklich eine Stromnachzahlung die Füße ausreißt. Nur dazu bei diesen Energiepreisen und so weiter. Ne? Das ist genau. Ja, das ist ja fatal. Gibt es Fragen? Gibt es Bemerkungen? Bitte sehr.
Ich hätte nur, ich meine, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen provokant, aber weil Sie gesagt haben, Ihre berüchtigte Frage, also woher nimmt sie die Politik das Recht? Könnte eine Antwort vielleicht das drauf sein, dass sie nicht die Interessen einer bestimmten Gruppe von Menschen vertreten. Also, dass im Auge sozusagen eine andere Schicht ist, wenn man jetzt, ich meine, das Schichtsystem, aber das, was man so vielleicht etwas verallgemeinernd oder dass das eine bestimmte Oberschicht ist, deren Hauptinteressen vertreten werden. Und das unter Fernalisen stimmt in Österreich, wir haben relativ im Vergleich also nur gutes Sozialsystem. Ja? Aber für mich ist das die Antwort. Also Armut ist gewollt, weil Sie am Anfang das mit einem Fragezeichen versehen haben. Genau um das geht es, dass man Menschen unter Druck setzt, das Ganze beschämen und so weiter und so fort. Also, ich würde sagen, es geht darum, welche politische Parteien vertreten wen. Es ist, wir haben zum Beispiel letzten Freitag war eine sehr gute Veranstaltung, da war unter anderem das also eine Studie vom SORA-Institut dabei, wo es darum geht, dass wir einfach in Richtung einer Zweidrittel-Demokratie schlittern. Warum? Weil immer weniger von den prekär Beschäftigten wählen, beziehungsweise wählen dürfen, weil wir ja auch viele Menschen haben, die zwar schon da geboren sind, aber sie die Staatsbürgerschaft nicht einmal leisten können, weil man dafür ein gewisses Einkommen braucht. Und wir haben aber auch von den Wahlberechtigten ganz viele Menschen, die nicht wählen. Wer sind das? Das sind die prekär Beschäftigten vor allem. Warum? Weil sie sich von niemanden vertreten fühlen und weil sie das Gefühl haben, was bringt mir das? Und Fakt ist einfach auch in den letzten 30 Jahren, das hat eine Studie aus Deutschland ergeben, dass Entscheidungen, was Soziales oder Arbeitsrechtliches betrifft, immer zugunsten der obersten Einkommensschicht und der Wohlhabenden getroffen worden sind. Und es ist, wir haben halt einfach eine ÖVP in der Regierung. Wer ist die Klientel der ÖVP? Nicht die Armutsbetroffenen. Wir sind keine Wählerschicht. Wir sind keine interessante Wählerschicht. Das ist leider so. Obwohl das System ja One Man, One Woman, One Vote eigentlich abbilden soll, ne, in einer Demokratie, aber Sie sagen es richtig, wenn wer nicht hingeht und wenn auch kein politisches Angebot gemacht wird. Ja, aber über das reden wir vielleicht noch, bitte. Also da gibt es meiner Meinung nach gibt's mehrere Antworten zu dieser Frage, weil es nicht nur Politiker betrifft, die ahnungslos sind, sondern es gibt auch sogenannte Fachidioten, oder? Und ich hab auch mit Sozialhilfe und solche Sachen zu tun gehabt. Aber das Problem ist einfach ein Kommunikationsproblem. Und das lässt sich nicht übers Internet lösen. Das ist meine Meinung. Und zu Armut, ich bin in einer Zeit aufgewachsen, in die Schule gegangen. Ich habe eine fünfklassige Volksschule gehabt, da haben wir mit 6 Jahren an mir arbeiten müssen. Landwirtschaft und Großgewerbe und alles Mögliche. Dass wir uns das Taschengeld verdient haben, weil ich noch nichts da war. Das Fernsehen ist erst gekommen, wie ich in die 5. Klasse Volksschule gegangen bin. Da hat es einmal Schwarz-Weiß-Fernsehen gegeben. Und so Geschenke, Weihnachten, was man das selber gekocht hat und gebracht hat, was Mutter auf den Tisch gestellt hat, das hat es halt auch gegeben. Ja. Wir waren nie wirklich, wir haben es auch nie arm gefühlt. Und ich muss sagen, es gibt auch Reiche, die ihre Millionen in den Sand gesetzt haben und von was zu nichts gekommen sind. Also da gibt es unterschiedliche Zugänge und es gibt aber einen gemeinsamen Bruchstrich. Und ich sage mal, es ist nicht nur die Politik alleine, also die ist sehr wohl gefordert, aber es gibt so viel im Hintergrund Fachberater, die eigentlich keine Ahnung haben von der ganzen Geschichte. Und da liegt das Problem. Okay. Danke. In der Fachberatung, wo sind denn Sie hingegangen, Frau Brodesser, wenn wir von der Fachberatung reden? Nein, ich habe in der Wohnbauförderung und in der Sozialabteilung gearbeitet. Okay, danke sehr. Ich habe jetzt die Frau Brodesser gerade gefragt, danke sehr. Haben Sie auch solche Stellen behelligt? Natürlich. Die örtlichen Sozialberatungsstellen. Konkret, Sie waren beim Magistrat, Sie waren zuerst in der Stadt, dann waren Sie am Land, wo Bezirkshauptmannschaft oder? Genau. Wo geht man da hin? Das sind die örtlichen Sozialberatungsstellen von den Bezirkshauptmannschaften. Okay. Da ist es mir wirklich bei einer passiert,
die sich unseren Fall angeschaut hat und dann da gestanden ist, die wirklich sehr bemüht war, komplett. Und man dumm telefoniert hat, einen halben Tag lang, und dann mich wieder reingeholt hat und da gestanden ist und gesagt hat, Frau Brodesser, es tut mir furchtbar leid, aber es gibt nichts für Ihnen, ich kann Ihnen nicht helfen. Und da gehst du dann einmal raus und stehst da. Du weißt nicht, wie es die nächste Miete zahlen sollst. Und dann sagt er, eigentlich eine Stelle, die dann helfen soll, sie können nicht helfen. Im Nachhinein weiß ich jetzt auch, dass wir genau in diesem Schema drinnen waren. Es heißt ja, im Schnitt braucht es 18 Monate, bis man wirklich überreist, dass man in Armut lebt. Mhm. Das war bei uns genauso. Und man geht einfach auch viel später dazu, dass man Unterstützung sucht. Erstens, weil man es am Anfang nicht wahrhaben will, weil man glaubt, es wird wieder besser, es kommen andere Perspektiven. Und zweitens, weil man sich trotzdem schämt, dass man da hingeht, weil man sich denkt, ich doch nicht. Ich bin doch nicht in der Schublade. Mhm. Weil wir haben alle einfach ein gewisses Bild von Armut im Kopf. So, die halt nicht wollen. Und da will man nicht dazugehören. Und ich bin ja erst vor kurzem wirklich durch Schreiben vom Buch draufgekommen, dass ich uns in der ganzen Zeit, wo wir wirklich tief drinnen gesteckt sind, nie als armutsbetroffen bezeichnet habe. Ich habe den Begriff nie verwendet. Ich habe gesagt, es ist finanziell verdammt eng, wir kommen schlecht über drunten, aber nie den Begriff verwendet. Jetzt hat das auch jetzt im Anschluss an diese Wortmeldung vorhin so den Eindruck in mir erweckt, dass es eine Art verklärte Sicht auf Armut gibt, wenn man die Vergangenheit schaut. Wir haben auch nichts gehabt und wo eine Mandarine auf dem Christbaum gehängt ist, war das ein großes Ding. Kann man, oder was geht da Ihnen durch den Kopf, wenn Sie solche Sachen hören? Es kommt, Armut definiert sich im Prinzip immer an der Gesellschaft, in der man lebt, beziehungsweise an dem Umfeld, in dem man lebt. Hat man eine Gesellschaft rundherum, wo es allen gleich geht, dann gibt es ja keine Beschämung und dann fällt die Armut auch nicht so arg auf. Darum sage ich zum Beispiel immer, Armut ist nicht nur die finanzielle Seite, sondern eben das, wie das Umfeld damit umgeht, wie man beschämt wird, das macht auch so viel aus. Darum ist es auch so wichtig, dass wir endlich von den Vorurteilen wegkommen, weil kann man ganz offen über Armut reden. Wiegt sie gar nicht mehr so schwer. Ich meine, schon, aber sie belastet nicht mehr so stark. Und es ist halt einfach auch zum Beispiel Fakt, dass man in der heutigen Zeit, du brauchst ein Internet. Jede Schule kommuniziert mit dir nur mehr per Mail. Mhm. Du musst einen Web-Undis-Zugang haben. Du kommst als Eltern eigentlich nicht mehr drum herum. Also ich habe ja oft genug zum Beispiel eben auch die Kommentare gekriegt, ja, du hast ja sogar ein Handy, dann kannst du nicht arm sein. Man braucht gewisse Dinge in der heutigen Zeit. Das hat sich einfach massiv geändert. Ich habe gelesen in der Vorbereitung, es gilt ein Haushalt als arm, der, haben wir schon gesagt, Zahlungsrückstände über Miete, Betriebskosten und Krediten hat, unerwartete Ausgaben nicht mehr tätigen kann, Stichwort Waschmaschine kaputt, einmal im Jahr auf Urlaub fahren, ist bei dieser Armutsdefinition drinnen, die Wohnung angemessen warm zu halten, jeden zweiten Tag Fleisch, Fisch oder eine vergleichbare vegetarische Speise, einen PKW, eine Waschmaschine, ein Fernsehgerät, ein Telefon oder Handy besitzen. Das ist also in der aktuellen Armutsdefinition drinnen. Falle ich unter diesen Schnitt, dann ist das massive Armut. Nicht? Mhm, exakt. Genau. Also man muss, einfach der Standard. Wenn alle arm sind rundherum, tut man sich leichter mit den Standards, als wenn... Genau. Darum kann man Armut zum Beispiel auch nicht länderübergreifend vergleichen. Es ist ein Unterschied, wie komme ich da über die Runden und wie komme ich in einem anderen Land über die Runden. Was ist dort der Standard, was ist bei uns der Standard? Bei uns ist es Standard, dass ich ein Auto habe, damit ich irgendwo hinfahren kann. Mhm. Wenn Sie da hören, die doch immer noch sehr akademische Diskussion über ein Grundeinkommen, wie geht es Ihnen da? Ich habe mich inzwischen, ich glaube, durch 6 oder 7 verschiedene Varianten von Grundeinkommen durchgelesen. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll vom Verwaltungsaufwand, was mit denen passiert, bei denen dann quasi die Jobs wegfallen. Dafür gibt es Expertinnen, die sich damit beschäftigen, ganz ehrlich. Mhm. Ich bin eher dafür, dass man sagt, okay, die Menschen, die aus gewissen Gründen einfach
momentan entweder prekär arbeiten oder keinen Job machen können, sollten zumindest so viel haben, dass sie halbwegs angemessen über die Runden kommen. Da waren wir dann schon einen ganz großen Schritt weiter. Mhm. Die meisten Menschen, die arbeiten, definieren sich auch zu einem sehr großen Teil über die Arbeit. Ist diese weg? Ist Arbeitslosigkeit da? Und dann steht dort die Zahl 55%. Jetzt gab es in den letzten Monaten durchaus wieder Diskussionen zu einer Reform des Arbeitslosengeldes. Ich habe von Regierungsseite nicht gehört, dass sie das erhöhen, oder? Es ist jetzt, der Erfolg war, dass sie es wenigstens nicht nur niedriger gemacht haben. Okay, ja. Was ich ehrlich gesagt, also es hat mich irrsinnig wütend gemacht, weil es war ja eben die Diskussion wegen einem degressiven Arbeitslosengeld. Mhm. Also am Anfang ein bisschen mehr, aber dann sogar unter die 55%. Und ich finde es insofern einfach katastrophal, weil zum Beispiel im Regierungsprogramm, im jetzigen Regierungsprogramm, steht schwarz auf weiß drinnen, Ziel dieser Regierung ist die Armut, also die Halbierung der Armut bis 2024. Mhm. Und ich sehe in die Richtung bisher überhaupt nichts, gar nichts. Wenn wir von einem degressiven Arbeitslosengeld reden, dann muss man sich, glaube ich, schon die internationalen Beispiele ein bisschen anschauen, also Belgien, Benelux-Staaten und so weiter, wo wir von einem Ersatzgrad zu Beginn der Arbeitslosigkeit von 80 und mehr als 80% ausgehen. Ja, also bei uns fängt man mit 55% an. Ja, da gibt es Länder, die dann über Monate 80% zahlen und dann wird es erst weniger und vielleicht fällt man dann einmal nach 2 Jahren auf 50% und 40% herunter. Aber solche Thematiken wurden ja nicht diskutiert bei uns, oder? Es war, wie gesagt, ein Erfolg, dass zumindest nicht nur niedriger geworden ist. Mhm. Also ist als Erfolg verkauft worden. Mhm, mh. Sie haben es vorhin gesagt, ich muss lauter Fragen stellen, weil Sie da keine Fragen stellen. Das ist schon aufgefallen. Schauen Sie, da gibt es jetzt jemanden. Dann stelle ich nur noch eine. Soziale Hängematte, haben Sie gesagt vorhin. Und das ist auch etwas, was in den Diskussionen immer wieder kommt. Kennen Sie jemanden, der in der sozialen Hängematte liegt? Nein. Also ich habe mit wirklich in den letzten Jahren mit so vielen Menschen zum Tag gehabt, egal ob in Österreich oder vor allem auch Deutschland, da ist das Thema einfach schon viel präsenter. Durch Hartz IV? Durch Hartz IV, weil die schon so lange Hartz IV haben und vor allem, weil letztes Jahr dort dieser Hashtag Ich bin armutsbetroffen aufkommen ist, durch den sie einfach viel mehr Betroffene jetzt öffentlich äußern. Ich kenne keinen Menschen, der in der Hängematte liegt. Wirklich. Also es ist, wie man es am Anfang bei dem Beispiel von dieser Frau, immer dieses, es darf nichts passieren. Das ist zum Beispiel wirklich Alltag bei Armutsbetroffenen. Was bedeutet es nur, wenn man zum Beispiel von einem Amt abhängig ist? Man ist, die meisten fühlen sich mehr oder weniger oft wie entmündigt, weil sie, man muss sie wirklich bis aufs letzte Hemd ausziehen finanziell. In Deutschland zum Beispiel dürfen die Leute nicht einmal ein paar Euro aufs Konto überwiesen kriegen von der Oma. Das müssen sie bekannt geben, weil das wird dann wieder abgezogen. Mhm. Mit solchen Situationen haben die ganze Zeit zum Teil. Und der Großteil davon, die daheim sind, sind entweder chronisch krank oder haben Betreuungsverpflichtungen. So wie es halt auch bei mir war. Ich habe nicht arbeiten können, weil sie das nicht, weil das nicht vereinbar war. Und das hat nichts mit einer sozialen Hängematte zum Teil. Alles klar, bitte sehr. Wenn ich Sie da eben akustisch richtig verstanden habe, waren Sie an dem Punkt, entweder zu resignieren oder quasi aufzugeben oder Ihren Frust, die Wut, die Not herauszuschreien. Das heißt ja, dass unter den Armutsbetroffenen durchaus ein großer Teil sein kann, der aufgegeben hat. Und wenn ich so lese, dass Armut oft auch weitergegeben wird über die Generationen, wie, oder dass auch Kinder, die einmal in Armut sind, ganz schwer da nur wieder herauskommen. Was manifestiert sich da an Merkmalen, an Wesenszügen, jetzt über das Materielle eigentlich hinaus, dass da ein Punkt ist, wo man nicht mehr kann? Genau, danke. Es dauert zum Beispiel bis zu 6 Generationen,
bis eine Familie wieder aus der Armut heraus ist. Das heißt jetzt nicht, dass die Kinder vielleicht nicht über der Armutsgrenze leben können, aber damit eben, selbst wenn irgendwas passiert, ein Krankheitsfall oder Arbeitslosigkeit, damit man nicht wieder in Armut rutscht. Im Schnitt 6 Generationen. Was bedeutet das für Kinder, die schon in Armut aufwachsen? Es werden ihnen einfach Grenzen aufgezeigt. Sie haben nicht die gleichen Chancen wie andere. Es wird ihnen von Anfang an gesagt, du kommst in die Hauptschule. Ich habe es selber miterlebt, unser Jüngster zum Beispiel war in der Volksschule wirklich Einzelkind. In der Volksschule hat mir aber die Direktorin damals nahegelegt, naja, ob das Gymnasium nicht doch eine schlechte Wahl war, weil wie sollen wir uns die ganze Nachhilfe leisten? Sie hat sich durchgesetzt und geht aufs Gymnasium. Und ich bin irrsinnig stolz drauf. Aber das sind einfach Sachen, die solche Kinder von Anfang an mitkriegen. Und das macht natürlich ja was mit den Kindern. Also dass sie Chancen aufmachen, Möglichkeiten bieten, das können die gar nicht erleben. Und das tut mir zum Beispiel auch so weh. Warten Sie, bis Sie das Mikrofon bekommen, bitte, sonst hören es unsere Hörer dann auf der Webseite nicht. Was machen die dann zur Aufrechterhaltung ihres Selbstbildes? Sie können, wer geht schon hin und sagt, ich bin jetzt dauerhaft der, ja, ich weiß jetzt nicht, der Letzte. Die müssen sich doch irgendwie einen Selbstwert, trotz dieser miserablen Lage, aus der sie so schnell nicht rauskommen oder nach 6 Generationen, verstehen Sie eigentlich, was ich... Viel begnügen Sie einfach mit dem, was Sie haben. So nach dem Motto, mehr geht ja gar nicht. Mehr ist gar nicht möglich. Also im Sinne des Klimawandels sage ich, dass oft einmal weniger mehr wäre. Im Sinne der Politik, und ich bin jetzt auch schon ein alter weißer Mann, erinnere ich mich noch an Zeiten, wo diese gläserne Decke der Armut durchbrochen wurde. Ja, Kreisky, das Gratis-Schulbuch, die Gratis-Schulfahrt. Also hat man schon versucht, bestehende Klassengrenzen zu überwinden und auch Grenzen beim Einkommen und in der Armut. Also dass Arbeiterkinder sozusagen studieren konnten. Diese Schleuse hat sich damals aufgemacht, sie ist aber eh relativ schnell wieder zugemacht worden, glaube ich, nicht? Wenn ich die Zeitgeschichte richtig in Erinnerung habe. So, bitte sehr. Sie haben beschrieben, Sie haben auch mehrere Kinder und mich würde interessieren, welches Verhalten von Lehrpersonen hätten Sie sich gewünscht, was hätte geholfen? Sie haben jetzt ganz viel auch davon gesprochen, welche Chancen Ihre Kinder dann einfach nicht hatten oder die Gedanken, die Sie sich gemacht haben, wie kann ich einen Schulausflug, wie kann ich dieses oder jenes finanzieren? Was hätte da ganz konkret gut getan. Ein konkretes Beispiel, und da arbeiten wir jetzt gerade mit verschiedenen Pädagoginnen zusammen, sind diese Montagsrunden. Also manche meiner Kinder wollten Montag schon gar nicht mehr in die Schule gehen, weil man immer erzählen hat müssen, was hat man am Wochenende gemacht. Und wir haben das bei ein paar Pädagoginnen angefangen, die jetzt einfach die Montagsrunden ganz anders organisieren. Und das ist diese berühmte Bauchwehkrankheit, das hat auch die Volkshilfe in ihrer Studie bestätigt. Sie wird dadurch weniger. Die Kinder haben einfach nicht mehr diese Scham, dass sie am Montag nicht erzählen. Oder meine Kinder haben halt, die haben sich dann teilweise auch was ausgedacht. Weil am Wochenende, es war halt nicht mehr drinnen, als wieder eine Hunderunde gehen bei uns am Land. Und dass diese Montagsrunde wegfällt, ist schon mal viel. Was wir auch zum Beispiel probiert haben jetzt, die berühmten, wo die Kinder aufzeigen müssen, wer von euch braucht Unterstützung für einen Skikurs. Gibt es jetzt Klassen, da geben die LehrerInnen die Kuverts an alle Schüler aus, mit dem braucht man was oder braucht man nichts, und alle Schüler müssen die Kuverts wieder abgeben. Das heißt, es sieht keiner in der Klasse, wer braucht was. Und wir haben jetzt die ersten Rückmeldungen gekriegt, dass seitdem wesentlich mehr Eltern das beantragen. Ich meine, ich weiß, Anonymität ist jetzt nicht das Beste, aber es ist für den Anfang einfach mal eine Idee. Inwieweit helfen da Elternverbände
Haben Sie da gute Erfahrungen gemacht damit? Beides. Also ja, sehr gute Erfahrungen, die wirklich unkompliziert helfen. Es gibt aber genauso wie überall, wo Menschen ehrenamtlich arbeiten, gibt es halt auch wieder welche, die beschämen. Und da probieren wir auch. Das macht jetzt eine Studentin, die hat zum Beispiel eine Bachelorarbeit darüber geschrieben, wie man solche Beschämungen bei Elternvereinen reduzieren kann. Mhm. Und die probiert das jetzt zum Umsetzen. Das sind lauter so kleine Schritte. Und der Klimawandel hilft da, dass man keine Skikurse mehr hat. Nicht? Also. Sarkasmus, danke, bitte. Es geht darum, es sind schon einige Studien erwähnt worden. Wir wissen, dass Armut, ich bin mir nicht sicher, aber ist Armut mehr weiblich oder männlich? Weiblich. Weiblich. Und wie ist dieser Unterschied beim Beschämen? Also das heißt, wie wird es von den Männern aufgenommen, wie wird es von den Frauen aufgenommen? Weil das sind jetzt also zwei mutige Frauen, also die Dame hinten hat es auch erklärt, dass sie eine Zeit gehabt hat, wo sie schauen müssen, dass sie die Schulden zurückzahlt. Wie reagieren da die Männer drauf? Weil es gibt ja dies von der Gesellschaft. Ja. Ich muss ehrlich sagen, eine Studie dazu kenne ich eigentlich überhaupt keine. War aber echt einmal interessant. Ich kann es jetzt wirklich nur, und das ist aus Erfahrung, dass sie das eigentlich ziemlich gleich bleibt. Also in die Kommentare und Nachrichten, die ich kriege. Aber das sind Männer, ich mein, ja, jetzt wo ich drüber nachdenke, Männer schreiben mir das zum Beispiel auf Twitter privat. Also weniger öffentlich als Frauen. Aber das ist halt jetzt einfach eigene persönliche Erfahrung. Schauen wir uns an, wie sich die Personengruppe der Armutsgefährdeten zusammensetzt. Hauptsächlich durch Menschen mit Einkommensquelle Sozialleistung. Zweitens arbeitslose Menschen, mindestens 6 Monate. Drittens Elternhaushalte, Alleinerziehende. Und nicht zu vergessen Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft. Und da haben wir jetzt einen interessanten Fall, dass also die Gruppe, die sozusagen sehr arm dran ist, noch einmal von der Politik geschoren werden soll. Ja. Was haben Sie sich gedacht, dass diese Forderung gehört haben? Kürzlich, dass man nicht österreichischen Menschen 50% der Sozialhilfe streichen will. Es hat mich ehrlich gesagt nicht einmal mehr schockiert. Es werden immer gewisse Gruppen rausgesucht, auf die man dann lostreten kann, im Prinzip um von anderen Diskussionen abzulenken. Es wird, der Herr Badelt hat es eher gut erwähnt, er kann sich das absolut nicht vorstellen, weil warum soll man jetzt diese Menschen nur mehr in die Armut treiben? Weil, wenn ich nur mit Hälfte von der Sozialleistung kriege, muss ich doch irgendwie schauen, dass ich über die Runden komme. Also das heißt, die werden mehr oder weniger in die Kriminalität getrieben, wenn man ja noch alles kürzt. Und es macht auch keinen Sinn. Ich meine, wenn wir uns anschauen, was Armut auswirkt, also Armut macht krank, das ist Fakt. Armut macht erwachsene Menschen krank, sie verursacht Dauerstress, sie verursacht durch die ungesunde Ernährung ein schlechteres Immunsystem. Man hat 10 Jahre weniger Lebenserwartung und Babys werden zum Beispiel schon mit einem geringeren Geburtsgewicht geboren. Mhm. Das heißt, Armut hat immense Folgen fürs Gesundheitssystem, auch für die Kosten. Es macht also absolut keinen Sinn, dass man Menschen nur mehr in die Armut treibt. Es ist eine reine Ablenkung meiner Meinung nach. Mhm. Und es wird dann auch nicht durchgehen. So wie es bei der, Sie haben es bei der Familienhilfe schon probiert für die ausländischen Pflegekräfte. Ja. Ist ja noch nicht durchgegangen und es wird einer da hoffentlich auch nicht durchgehen. Was ist das Kalkül dahinter, zu sagen, Ablenkung, wovon? Von den ganzen Debatten, die momentan herrschen. Also dieses quasi, wir müssen uns wieder vereinen und Spaltung weg. Und dann sucht man sie, pickt man sie wieder irgendeiner Gruppe aus und hofft, dass die Menschheit quasi die Bevölkerung, genau, ja, okay, dass man die Bevölkerung auf die fokussiert, weil um Gottes Willen, und die sind die Bösen und wegen denen haben wir weniger Geld. Das heißt, wir umarmen die Schwurmler wieder und über die Schulter schauen wir dann die an, die Ausländer, das sind jetzt der neue Sündenbock, oder? So. Ist das so, ja. Interpretieren Sie das? Gut, okay, bitte sehr. Für mich ist es einfach nicht nachvollziehbar. Nehmen Sie bitte das Mikrofon näher. Für mich ist es nicht nachvollziehbar, das Agieren von der Politik, aber das ist vermutlich auch nicht gewollt.
Weil all das Geld, was man als Staat, sagen wir das immer so, ausgibt, um Leute zu unterstützen, nicht in die Armut zu rutschen, ja, kommt ja wieder zurück. Also die Leute kaufen mit dem Geld ja ein. Also die schmeißen das nicht irgendwie in die Luft und lassen es runterfallen und dann ist es nicht mehr da, sondern sie kaufen damit ein. Sie zahlen wieder Steuer damit, nämlich die Mehrwertsteuer. Nochmal Steuer zu dem, was sowieso schon versteuert haben, von dem bisschen was bekommen. Das ist einfach eine Denkweise, die vorsintflutartig ist aus meiner Sicht. Also unbegreiflich und nicht nachvollziehbar. Und wie gesagt, Armut macht krank. Ja, mich interessiert ja, woher kommt diese Denkweise, wenn Sie sagen, das ist vorsintflutlich? Würde mich auch interessieren, weil es ist nicht nachvollziehbar. Mit ein bisschen Hausverstand. Was glauben Sie, wer das kommt? Da sind wir wieder rein beim Druck machen, damit Armut ein Angstthema ist. Da gibt es eine Wortmeldung, bitte. Ich würde sagen, ist ein Problem, das eigentlich seit Jahrtausenden nicht gelöst worden ist. Und das wurzelt bei uns, in jedem von uns. Was fehlt, auch in der Politik und auch in der Wirtschaft fehlt, das ist ein übergreifendes Denken. Das funktioniert wie ein Zahnrad, ist meine Meinung. Die Gesetze sind zu schwerfällig strukturiert. Wir sind dabei, dass wir da Lösungen finden. Okay. Sie haben, Frau Brodesser, vorhin gefragt, Sie konnten nicht aus, Sie hatten Betreuungspflichten, ja, mit Ihrem jüngsten Kind. Von Ihrem Anlassfall einmal abgesehen, sind fehlende Kinderbetreuungsplätze ein Armutsgarant? Natürlich. Wir sind zum Beispiel, gerade in Oberösterreich, sind wir Schlusslicht bei der Kinderbetreuung, zum Beispiel der 0- bis 3-Jährigen, Krabbelstuben. Aber auch die andere Kinderbetreuung am Land ist katastrophal, furchtbar. Mhm. Ist so. Und was passiert dann? Vor allem, ich meine, es ist halt nur immer so, dass vorwiegend Mütter die Betreuung übernehmen oder alleinerziehend halt dann sind. Was passiert? Man kann nur Teilzeit arbeiten. Du kannst, wenn der Kindergarten um 16 Uhr zusperrt und am Freitag um 13 Uhr, was willst du machen? Du kannst nur Teilzeitjobs annehmen. Und wenn man sich aber anschaut, die ganzen Supermärkte zum Beispiel, haben sie genau auf das auch ausgelegt. Es gibt dort fast nur mehr Teilzeitjobs. Also das ist ein Kreislauf, der gerade auch ziemlich schlimm ist. Ja, das heißt dann ja auch wenig Pensionen, Altersarmut, ne? Ja. Teilzeitfalle, man kennt das. Darf eben auch nichts passieren, weil ist man arbeitslos, muss man dann gehört man zu den sogenannten Aufstocker. Man kriegt Arbeitslosengeld und muss aber dann noch aufstocken. Und dann liegt man laut Politik in der sozialen Hängematte. Das heißt, es geht wieder um diese gesellschaftliche Spreizung von der Politik. Ich meine, das ist absurd, ne, zu sagen, einerseits hört man von einem Arbeitsminister, der sozusagen in einem Fiebertraum, in einem Fieberwachtraum meint, er müsse Teilzeitarbeitskräfte auch noch bestrafen, ne, steuerlich. Und auf der anderen Seite fehlen diese Betreuungsplätze. Ja, wie soll man denn aufstocken in der Arbeitszeit, wenn dem so ist? Es war jetzt auch die Aussage von der Mikl Leitner sehr interessant, wo sie gemeint hat, ein Ausbau der Kinderbetreuung wäre standortschädigend. Also ich probiere bis heute, dass ich die Aussage irgendwie verstehe. Ich verstehe sie nicht. Aber da sieht man, wie abstrus das Denken eigentlich ist. So, mehr Kinderbetreuung, um Gottes Willen. Keine Ahnung warum. Wirklich keine Ahnung. Ja, es ist schon interessant, weil die Menschen wollen es. Es wird demonstriert dafür. Es wollen ja zum Beispiel, nach etlichen Befragungen weiß man, 70% der ÖsterreicherInnen sind für Vermögensteuer. Schaut man sich aber die gängigen Tagesmedien an, zum Beispiel wie Kronenzeitung, ist der Großteil der Berichte negativ über die Vermögensteuer. Eine Zahl dazu, 1% der Österreicher besitzt 40% des gesamten Vermögens, also das reichste 1%. Ja. Vielleicht sind da auch die Zeitungseigentümer dabei, ich weiß es nicht, ich vermute es ein bisschen. Eventuell.
Und 50%, die unteren 50% besitzen gerade einmal 2,8% des gesamten Vermögens in Österreich. Ja? Die Anzahl der Zeitungsherausgeber da drin ist wahrscheinlich gegen null. Aber das habe ich jetzt nicht im Detail herausrecherchiert. Na, ja, bitte, gibt es noch Fragen? Bitte sehr, da gibt es noch eine Frage. Frau Bodesser, ich habe Sie zum ersten Mal gehört in dem Gespräch mit der Marlene Engelhorn, Pax Me Now, die Gründerin, sozusagen Initiatorin. Mich hätte interessiert, von Ihnen oder sonst, wissen Sie, wie weit diese Initiative gediehen ist mittlerweile? Gibt es da irgendwelche staatlichen, also sie appelliert ja an den Staat sozusagen, ja, eigentlich, ja, an das Steuersystem, das Superreiche, wie sie sich selber bezeichnet, ja, anders sozusagen steuerlich belastet. Wissen Sie da irgendwie? Sie meinen jetzt, wie weit Tax Me Now? Genau, wie weit da irgendwelche Schritte? Sie probieren Aufklärungsarbeit, sind in Deutschland, Österreich, Schweiz sehr viel unterwegs, probieren immer mehr MitstreiterInnen zu bekommen. Also egal jetzt, ob aus der wohlhabenden Schicht oder generell. Kann übrigens jeder und jede Mitglied im Verein werden. Und sie probieren eben ganz viel Aufklärung zu machen. Also das ist der aktuelle Stand. Es gibt gerade eine laufende Gewerkschaftsaktion, die das auch thematisiert. Aber wahrscheinlich werden wir ohne eine Änderung in der Regierung da nicht weiterkommen. Denke ich mal. Ja, aber das gleiche Problem haben wir ja aus dem Gesundheitsdienst, in den Gesundheitsberufen, verläuft das so ähnlich, wie man sieht. Und da, aus meiner Meinung nach, sind da mehrere Probleme zum Lösen. Also das Grundsätzliche ist schon mal, dass es die letzten 20 Jahre eine falsche Entwicklung stattgefunden hat. Und da muss eigentlich einmal ein Umdenken stattfinden, sonst wird das nicht funktionieren. Auch in den Chefetagen. Das glaube ich auch. Ja, es muss sich jedenfalls was ändern. Weil doch 60% der Österreicher meinen, dass das mit harter Arbeit nicht möglich ist, reich zu werden. Es gibt ja da ist auch ein. Ist es nicht, gell? Erbschaft ist eigentlich das Thema, nicht? Also man erbt und ist reich, das ist eigentlich der Normalweg. Und als ich das besprochen habe mit meiner Kollegin, hat sie gesagt, da gibt es ja auch ein altes Sprichwort, das da heißt, Arbeit macht nicht reich, sonst würde die Mühle schon längst dem Esel gehören. Ja? Weiß nicht, ob das noch wer kennt. Ja. Ist so, oder? Ja. Okay. Übrigens, in dieser Studie, die ich da gelesen habe, heißt es auch, dass die Jungen und insbesondere die jungen Männer eher daran glauben, dass man durch Arbeit reich wird. Ne? Durch harte Arbeit kann man Vermögen schaffen. Ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger sind dieser Meinung nicht mehr. Verständlicherweise wahrscheinlich. Sind aus Erfahrung klug geworden. So, bitte. Ja, die haben müssen, weil es nicht anders gegangen ist. Die haben ein anderes Leben gehabt. Haben Sie eine konkrete Frage, dann versuchen Sie die bitte konzentriert zu stellen. Ja, das mit dem Vermögen ist ein zweischneidiges Wert. Man kann ein Vermögen erben, aber die Schulden mitkriegt, dann löst sich das Ganze in Luft aus, auf. Ja, das habe ich nicht gemeint. Aber das mit der Erbschaft, das gibt ja, die Steuern gibt es ja bereits. Nein, es gibt in Österreich keine Erbschaftssteuer. Die Erbschaftssteuer wurde vor Jahren abgeschafft vom Obersten Gerichtshof und mit der Auflage an die damals herrschende schwarz-blaue Regierung, glaube ich, diese Gesetzgebung zu reformieren. Die ÖVP hat sich durch Nichtstun dazu entschieden, das Problem langfristig nicht zu lösen. Ja, man muss wieder drauf arbeiten. Genau. Okay, Damen und Herren, haben wir das Thema erschöpfend beantwortet. Gibt es hier noch eine Frage? Bitte sehr. Es macht mich noch immer so fürchterlich wütend, dass wir noch nicht weitergekommen sind jetzt bei diesem schrecklichen Satz, Armut ist gewollt. Warum,
warum lassen wir das zu? Ich höre diesen Satz schon sehr lange und es tut sich nichts da. Keine Gruppe hat sich so stark gemacht, dass dieser Satz überhaupt einmal ankommt in seiner Gemeinheit und in seiner Grauslichkeit, dass eine Empörung dagegen kommt. Wer will, wer kann wollen, dass die Menschen ab sind? Das ist ja unfassbar, wenn wir diesen Satz einfach so stehen lassen. Ich glaube, es ist vor allem deshalb so leicht, dass man so stehen lassen, weil ein Großteil von uns einfach nur immer so ein falsches Bild von Armut im Kopf hat. Uns wird Armut in den Medien, vor allem in diversen Sendungen, immer eben als dieses selbstverschuldet, als dieses, das sind nur Faule und hin und her präsentiert. Und niemand will quasi zu dieser Schicht kehren. Das heißt, es äußern sich nicht die Betroffenen dazu und die, die nicht betroffen sind, ja, mei, die bemühen sich ja selber nicht. Und dadurch, dass das Bild immer nur aufrecht gehalten wird, glaube ich, funktioniert einfach der Satz nur immer so. Es ist furchtbar. Und darum war es wichtig, dass man einfach auch dieses Bild von der Armut aus dem Kopf kriegt, dieses vorgefertigte. Bitte, da gibt es noch eine Frage. Ich möchte dazu erinnern, es gab letztes Jahr im Dezember, zum ersten Mal ein bisschen breiter geführte Diskussion um Licht ins Dunkel. Wo es ja darum geht, also Menschen mit Beeinträchtigungen unter die Arme zu greifen, unter großem Getöse der Medienorgel. Und die Leute, die sich dazu Wort gemeldet haben, haben schon gesagt, Entschuldigung, in einem Sozialstaat wie Österreich müsste das völlig klar sein, dass diese Menschen mit Beeinträchtigungen, dass ihnen zustehende Unterstützung bekommen. Da brauchen wir ja bitte nicht eine große Weihnachtsaktion, wo wir uns gegenseitig alle auf die Schulter klopfen, oder? Ich weiß jetzt nicht genau, was ist bei der letztjährigen Aktion 1,20 Millionen? Ja, war durchaus erheblich, aber die Summe muss man natürlich irgendwo... Naja, da brauchen wir aber die ganzen Pressesprecher im Bundeskanzleramt noch ein bisschen reduzieren. Dann haben wir die Summe erinnern. Okay, gut. In Amerika gibt es ja diese Kluft zwischen Reich und Arm. Also da ist wirklich ersichtlich, wenn man durch die Vereinigten Staaten fährt, dann sieht man wirklich verfallene Häuser, wo man glaubt, okay, man ist in Afrika. Ich sage das jetzt überzeichnet, weil man ein bestimmtes Bild hat. Und es gibt ja sowas wie Food Banks zum Beispiel in Amerika, wo Familien in der Früh hingängen und Jausen holen für die Kinder, weil sie sich das nicht leisten können, dass die Kinder Essen mitkriegen. Es ist wirklich überzeichnet, aber ist die Realität in den USA, sind wir auf dem Weg dorthin. Ja. Sind wir auf dem Weg dorthin? Wir sind definitiv auf dem Weg. Es kriegen schon so viele Kinder, also keine Jausen zum Beispiel mehr mit in die Schule, wo andere Kinder halt dann die Jausen mitteilen. Wir haben in Österreich inzwischen diese sogenannte Toastbrotzeit, wo am Ende vom Monat die Kinder kein Jausenbrot mehr haben oder kein Vollkornbrot, sondern Toastbrot, was ja ungesund ist. Darum heißt es ja eben Toastbrotzeit. In Amerika wird einfach auch schon ganz anders damit umgegangen. Da ist es, ja, da fährst du zu diesen Foodbanks und holst dir das. Das ist ja kein Thema dort. Bei uns trauten sie Eltern nie in der Früh, dass sie bei so einer Foodbank vorbeifahren und die Jausen für Kinder holen. Weil um Gottes Willen, was konnten der Nachbar sagen? Leider. Es hängt aber wahrscheinlich damit zusammen, dass dort in Amerika die Armut in solchen Communities eigentlich weit verbreitet ist, also Normalität, würde ich sagen. Weil bei uns ist das immer noch ein wenig die Ausnahme von der Regel, noch, und man schämt sich. Naja, noch, wir haben noch. 1,5 Millionen ja, in ja. Österreich. Ja, ja. Ja. Aber halt versteckt, das ist das. Da sparen sie lieber die Eltern was beim Essen ab, damit sie die Kinder halt die Jausen mitgeben können. Und das kann es meiner Meinung nach in einem der reichsten Länder der Welt nicht sein. Und da rede ich jetzt nicht davon, dass es Austern zum Abendessen geben soll. Gibt es noch Wortmeldungen? Bitte sehr. Dort auch noch. Bitte sehr. Ich denke,
Es müsste Aufklärungsarbeit gemacht werden unter den mittelständischen Einkommen oder Unternehmen und zutage gebracht werden, wie viele Armutsgrenze, wie viele Leute, wie viele Personen es überhaupt gibt. Die Leute haben keine Ahnung. Und da brauche ich gar nicht in den höheren Einkommensschichten nachfragen. Vielleicht wäre es ein Ansatz, dass man sogar mittelständische Unternehmen, damit die auch durchwegs soziale Bereitschaft haben, aufklärt, mit unseren heutigen Medien solche Personen, die nicht über eine Teilzeitarbeit hinauskommen, eine Möglichkeit schafft, Arbeit zu geben, die man leicht von zu Hause aus machen könnte und so gesehen dort auch sein Einkommen vielleicht steuern könnte und in die Höhe oder in die Tiefe optimieren kann. Und wenn man diese Menschen motivieren könnte, dass sie offenes Ohr haben für solche Leute, dann brauchen die Unternehmen gar nichts bezahlen. Im Gegenteil, sie kriegen etwas Gutes von diesen Menschen, die auch was können. Die sind ja keine Loser, was Arbeitskraft betrifft. Und das wollte ich einmal auch feststellen. Das wäre Aufklärung. Danke. Das ist zum Beispiel, wir sind in Österreich wirklich nur ein Land der Präsenzversessenheit. Also Arbeiten im Homeoffice war in Corona zwar gewollt, aber ich weiß es selber, es ist halt dann schnell wieder zurück ins Büro, damit der Chef schauen kann, was du machst. Und es ist ja zum Beispiel bei mir genauso. Ich könnte noch immer keinen 40-Stunden-Bürojob machen, weil es noch immer nicht so möglich ist. Wie gesagt, ich habe das Glück, dass ich einfach anders arbeiten kann. Aber die Vereinbarkeit war noch immer nicht gegeben. Und ja, das ist ja eigentlich auch traurig. Ja, stimmt, das habe ich auch beobachtet als Betriebsrat, dieses heraus wieder aus dem Homeoffice. Obwohl man eigentlich bei Studien festgestellt hat, dass die Produktivität zu Hause eigentlich eine höhere war als in der Firma. Ne? Ich meine, es ist auch unterschiedlich, je nachdem. Aber also jeder Mensch ist anders, aber ja, die Produktivität. Aber nicht, der Wunsch nach Kontrolle liegt da dahinter, glaube ich. Ja. Ne? Ja. Das sind wir in Österreich. Ja. Mhm. Ja. Vertrauen gut, Kontrolle besser. Ja, aber das ist Lenin, glaube ich. Okay, aber... Vielleicht wird das auch noch unterstellt. Bitte, gibt es noch Fragen? Bitte sehr. So, nur eine Frage zu der Betreuungspflicht. Ist das nicht auch noch ein großes Problem, dass der ganze Sektor der Care-Arbeit nicht wirklich als echte Arbeit anerkannt wird? Also Hausarbeit, Kinderbetreuung oder Krankenpflege in der Familie, weil... sagen wir mal, eine alleinerziehende Mutter hat ja, ist ja nicht weniger fleißig, sondern die hat ja eher doppelte Belastung oder dreifache. Ja, das war wirklich ein riesen erster Schritt, dass man sagt, man anerkennt die Care-Arbeit oder eben, wer macht denn die meiste Pflegearbeit? Wer betreut die Großeltern oder die Schwiegereltern? Das machen meistens die Frauen. Und... Da gibt es ja momentan die Diskussion auch über dieses burgenländische Modell, dass Pflegende übers Land angestellt werden. Mhm. Das ist aber auch nicht unumstritten, oder? Ich habe es ehrlich gesagt bis jetzt noch gar nicht verfolgt. Mhm. Gibt es das? Also ländlicher? Gibt es, ja. Man verzichtet aber dadurch dann großteils aufs Pflegegeld oder muss das dann irgendwie gegenrechnen. Irgendwie ist man dort auch nicht. Aber im Prinzip findet diese gute Zweig, Idee, dass es solche Ausstellungen gab. Ja. Zumindest einmal ein möglicher Weg. Zumindest einmal was anderes. Ja. Damen und Herren, ich glaube, das Thema ist erschöpfend beantwortet. Darf ich kurz und noch besprochen, was sagen? Aber ja, bitte. Weil Sie vorher, Herr Puttinger, gesagt haben, dass die Sozialleistungen für Nicht-Österreichische, also für Einwanderer, Asylanten etc. eben 50% gekürzt werden sollen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dadurch auch die Kriminalität in die Höhe getrieben werden kann, weil wenn man jugendlich ist, dann kann es durchaus sein, dass man dann in die Kriminalität abrutscht, was dann wieder dazu führt, dass das dann in die Medien wieder breit getreten wird und dann heißt es wieder die bösen Ausländer. Das würde ich sagen.
Genau, ja, ja, auf das ja. rennt es meiner Meinung nach auch aber raus. Das ist jetzt nicht nur bei den, ich sage jetzt Ausländer und Anführungszeichen so, sondern auch bei Österreichern kann es durchaus sein, dass, oder österreichischen Staatsbürgern kann es durchaus sein, dass man dadurch in die Kriminalität abrutscht und dann... Ja, ja. Man, sagen wir uns ehrlich, wenn du nur mal die Hälfte von den Sozialleistungen kriegst, wie wüssten was essen? Es geht nicht mehr, ne? Und es werden aber dann die kleinsten Dinge kriminalisiert. Mhm. Also es ist, ob sie der jetzt einen Weckerl klaut oder ob einer 3 Millionen veruntreut, auf den mit dem Weckerl stürzen sie die Medien, nicht auf den, der die 3 Millionen veruntreut. Früher gab es den Begriff des Mundraubs, das war definitiv straffrei, bis vor wenigen Jahren. Dann hat man das auch das wegreformiert. Also wenn sie sich heute einen Apfel klauen, weil sie sozial depriviert sind, lassen Sie sich nicht erwischen. Stehen Sie auf der Titelseite. Genau. Und ich finde das ehrlich gesagt sehr traurig, weil dadurch dann auch dieser Hass gegenüber Einwanderern und Asylanten etc. noch mehr geschürt wird und das dann auch mehr zur Spaltung der Bevölkerung dann wiederum führt, weil ja, dieser Hass so sehr auf genau diese Gruppe projiziert wird. Es wird ja eben auch damit argumentiert, was ja komplett falsch ist, weil dadurch will man quasi die Einwanderung ins Sozialsystem verhindern. Mhm. Die Leute kommen nicht zu uns, weil sie Sozialsystem studiert haben. Das kannst du nicht. Bei uns in Österreich kennen sie die Leute nicht einmal mit dem Sozialsystem aus. Richtig. Die Leute kommen, weil sie Arbeit finden wollen oder weil sie Zukunft für die Kinder brauchen. Aber es wird argumentiert, mit der Einwanderung ins Sozialsystem. Und ich finde dieses Argument, das macht mir echt wütend. Mhm. Wenn ihr aber bei uns kennen sie die Leute im Sozialsystem. Und eins mag ich noch sagen, dann bin ich fertig, weil Sie vorhin gesagt haben, dass viele eben mit dem Arbeitslosengeld beziehen müssen und auch aufstocken müssen. Das geht leider für Studierende, ist das zumindest sehr, sehr schwer, weil Armut betrifft ja auch Studierende. Mhm. Weil nur weil man studiert, heißt das jetzt nicht, dass die Eltern einen das alles zahlen, weil das ist ziemlich viel, was man da zahlt, wenn man Bücher, Unterkunft etc. Und viele wollen dann ihre Eltern nicht belasten damit, also nehmen sie das alles auf sich und die können dann wiederum auch nur so Teilzeitjobs annehmen, die sehr schlecht bezahlt sind. Sie müssen aber 400 bis 500 Euro Miete für also ihre ganzen Kosten decken. Und das wiederum führt dazu, dass sie Überstunden machen, das wiederum führt dazu, dass sie länger studieren. Aber die Studierenden bekommen jetzt auch nicht unbedingt finanzielle Unterstützung, wenn sie länger studieren, eben aufgrund von diesen Umständen. Und das ist alles so ein Kreis. Genau. Da finde ich, gehört auch sehr, sehr viel geändert, dass man diese Voraussetzungen, an denen diese Leistungen für Studierende gekoppelt sind, dass man die auch ein bisschen auflockert. Und auch wenn jetzt die Eltern viel verdienen, ja, weil die Studienbeihilfe wird ja auf das berechnet, heißt es ja noch lange nicht, dass sie sich das auch leisten können, dass sie alles zahlen können für das studierende Kind. Und ich finde das unfair, dass man praktisch wirklich sehr, sehr wenig Einkommen haben muss, damit das studierende Kind überhaupt sorgenfrei, sage ich jetzt einmal, studieren kann. Da gehört auch sehr, sehr viel geändert. Total viel. Also die Bildungsungleichheit ist nach wie vor riesengroß. Mhm. Ja, und die Zugänge zur Unterstützung für Studierende waren auch schon mal einfacher und leichter. Ein Bauernbuhr müsste man sein, dann wäre das wahrscheinlich alles kein Problem. So, jetzt sage ich aber nichts mehr. Damen und Herren, ich glaube, das war eine durchaus interessante und erschöpfende Debatte zum Thema Armut. Ich möchte mich vorweg einmal ganz, ganz herzlich bedanken bei der Daniela Brodesser. Danke fürs Dasein. Ganz kurz noch drei Hinweise, haben Sie noch so viel Geduld bitte. Der Büchertisch vom Alex da hinten, ich glaube, es gibt auch die Möglichkeit, sich das Buch signieren zu lassen, nehme ich mal an. Sehr schön, danke sehr. Es ist heute herausgekommen, oder? Genau. Also frischer als eine Semmel. Zweitens, bitte beachten Sie, wenn Sie durch den Raum gehen, diese wunderschöne Zeichnungen und Plakate vom Stefan Brandmeier, seines Zeichens Bühnenbildner. Der hat auch einen Blick verdient und einen Blick wollen wir noch werfen auf nächsten Montag, den 20. März hier im Kepler-Salon,
Boschners Bruckner ist hier zur Debatte und zwar ist zu Gast Markus Boschner, der Chefdirigent des Bruckner Orchesters und Paul Hawkshaw, einer der größten Bruckner Forscher überhaupt von der ganzen Welt und von der Yale University. Der Chefintendant des Keppel Salons, Norbert Travöger, wird das höchst selbst moderieren. Ich danke Ihnen fürs Hiersein, Damen und Herren. Schönen guten Abend, kommen Sie gut nach Hause. Auf Wiedersehen. Danke. Danke.